Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword im Heldenmodus. Im letzten Part haben wir hier den Vulkan Eldin betreten und haben ja auch schon einiges angestellt. Wir haben zum Beispiel schon ein Herzteil bekommen und wir haben außerdem den Gang zu dieser Höhle hier freigelegt. Und hier drin befindet sich ja Zelda da unten und deswegen wollen wir jetzt dann gleich mal nach unten jumpen. Wir können jetzt aber, ich will mal kurz mich genau umgucken hier, denn ich will jetzt auf jeden Fall gleich an bestimmte Orte am besten hinfallen und ich glaube am besten darüber. Aber es wird jetzt eh gleich kurz geschnitten werden automatisch, weil jetzt kurz ein neues Gebiet betreten wird, glaube ich. Oder doch nicht? Doch, genau, okay. Es kommt erst sowas hier. Und da möchte ich jetzt gleich irgendwo da links landen, genau, denn da ist eine Schatztruhe, die wir hier sehen können. Wunderbar, okay. Also man hat hier verschiedene Orte, wo man eben landen kann, weil hier überall Säulen sind. Aber ich wollte auf jeden Fall erst hier landen, weil hier eine Schatztruhe ist. Mit dem folgenden Inhalt, und zwar ein Eldin-Erz. Okay, sehr schön. Ein weiterer Gegenstand. Kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn wir den mitnehmen. Cool. So, da hinten sind zwei so Erdlöcher, wo wir aber eh noch nichts machen können. Dort ist ein Artefakt der Göttin. Da will ich auf jeden Fall hin. Ich weiß gar nicht, ob Link jetzt wieder in den Fallmodus gerät, wenn ich jetzt hier runterspringe, oder ob er einfach wie ein Stein nach unten fallen wird, oder ob er wieder... Ah, er macht wieder sowas. Okay, wunderbar. Oh Gott, das war jetzt fast ein bisschen knapp. Puh, okay. Gar nicht so einfach hier zu landen. Wir haben es aber geschafft. Und bam! Yay! Sehr schön. Ein weiteres Artefakt der Göttin. So, da hinten sind Bomben. Und da sind einfach nur Sträucher. Ich möchte auch ganz gerne bei den Bomben noch landen, wenn das möglich wäre. Wir gucken mal. Oh Gott, das war knapp. Okay, geschafft. So, und zwar will ich nämlich bei den Bomben landen, weil dort nämlich so ein kleiner Spalt in der Wand ist. Und das heißt natürlich, dass wir dort eine Bombe oder eine Donnerblume dagegen schmeißen. Ja, Link dreh ich halt richtig. Was war das denn? Ach Gott, ey, das war gerade irgendwie ganz komisch. Ich konnte mich nicht wirklich gut drehen. Aber es hat trotzdem ausgereicht, obwohl ich völlig daneben geworfen habe. Umso besser. Und auf jeden Fall ist dort eine Schatztruhe, die wir uns holen wollen. Ich glaube, da ist nichts Wichtiges drin, aber trotzdem. Und dort sind nur Sträucher. Deswegen wird da wahrscheinlich nichts mehr sein. Und ich komme da auch nicht mehr hin, weil ich jetzt eben einfach nur nach unten falle und nicht in diese besondere Fallanimation komme, wo Link sich eben auf den Bauch legt quasi und man halt dann mit Bewegungssteuerung ihn so durch die Gegend gleiten kann. Aber wir finden hier auf jeden Fall einen goldenen Schmuckschild. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, würde ich sagen. Dann wird schon zwei von den Dingern. Cool, okay. Also von den seltenen Items haben wir sogar schon von fast jedem eines. Das freut mich auf jeden Fall. So, jetzt bin ich also in einer Art Höhle, wo ich auch wieder speichern kann bei dir, aber ich spreche dir mal kurz an, aber das ist auf jeden Fall keiner, wo ich nach draußen kommen kann, weil der eben hier in einer Höhle steht. Und wenn ich hier versuchen wollen würde, von dem aus zu den Wolken zu fliegen, das würde wahrscheinlich ein bisschen wehtun, weil ich mir dann meinen Kopf anhauen würde. So, was ist denn erstmal hier? Ich glaube, das hier ist der falsche Weg, deswegen gehe ich erstmal den. Ja, ich komme mit dem Ding hier wieder nach oben. Aber ich will eigentlich, ja, ich will das eigentlich sogar kurz testen. Ja, nee, ich gehe mal wieder kurz nach oben, weil ich das kurz testen will, wo ich jetzt eigentlich rauskomme. Komme ich wieder da raus, wo ich auch gerade eben herkam überhaupt? Also bei dem Höhleneingang direkt, oder komme ich woanders raus? Nee, ich komme wieder hier raus, weil jetzt dann gleich hier drüben der wieder ist, ne? Es ist einfach nur eine Abkürzung, wenn man halt zurückgehen will, genau. Auch für den Fall, dass man irgendwas verpasst haben sollte oder so, weil man eben hier nicht so leicht überall vielleicht landen kann. Wir können jetzt nochmal kurz bei den anderen Säulen, oder nicht so unbedingt Säulen, aber bei den anderen Plattformen landen. Zum Beispiel auch noch hier und gucken, was wir dort so machen können. Aber wir können da nichts machen, kann ich euch sagen. Da ist nichts. Aber, ah, hier ist auch noch eine Säule da. Stimmt. Die da. So. Und, oh, hier ist einfach mal so ein Gegner. Lass mich in Ruhe. Was fällt hier eigentlich ein? Stirb mal. Und mehr auch schon nicht. Aber ich glaube mal später wird hier noch was sein, aber jetzt erstmal nicht mehr. Okay. Also da hinten ist der Rückweg, wenn wir wollen. Und hier geht's dann offenbar weiter, hoffe ich mal. Wir können hier hoffentlich neue Orte erkunden. Dort komme ich erstmal nicht nach oben. Nee. Und was mit dir? Unglaublich, die machen hier, was sie wollen. In unserem Revier, Mann. Ja, erschreck mich doch nicht so. Ach, du suchst eine Freundin von dir. Da kann ich dir nicht helfen. Hier ist nämlich niemand vorbeigekommen. Echt? Vielleicht ist deine Freundin ja da oben entlang gegangen. Ja, scheint so, weil offenbar ist sie ja hier irgendwo entlang gegangen, hat uns die Aurasuche gesagt. Hm, kann ich irgendwer diese roten Kerle vertreiben? Ja klar, wir können das. So, die kriegen jetzt erstmal ordentlich auf die Fresse wieder. Ja komm, lad auf, Link. So. Okay, aufpassen. Und Himmelsstrahl. Verdammt. Das war ein bisschen doof, wenn die alle auf einem Haufen stehen und dann der Vorderste sein Schwert, sein Schwert hochhält, weil dann treffe ich gar nicht damit. Na komm schon, dann treffe ich gar nicht damit, weil der ist dann einfach abblockt, den Himmelsstrahl. Nein, lauf doch nicht gegen die Säule. Shit. Ja, okay, ich sollte, glaube ich, normal kämpfen gegen so viele und nicht meinen Himmelsstrahl benutzen. Das ist mein Weg. Weil einfach hier so ein paar Schlitze. Also irgendwie ein paar Schlitze machen oder Wirbelattacken ist nie verkehrt, wenn man die dann auf jeden Fall treffen würde. Ich würde aber gar nicht unbedingt einen Fangstoß machen, weil ich dann währenddessen ein bisschen erst beschäftigt bin und währenddessen
dann eben, die mich locker angreifen können. Aber übrigens, es bringt ja gar nicht mal so viel, wenn ich die alle hier bekämpfe. Denn es kommt, glaube ich, immer wieder neue, weil hier wieder so ein Typ ist mit einem Horn, der neue beschwören kann. Den werde ich mich gleich mit, weil ich will jetzt erstmal die ganzen Gegner nicht killen. Ich werde die ganze Zeit getroffen, hey, kann nicht wahr sein. Von so einfachen Gegnern. Einfach von so Bockblins da. Ach, komm schon jetzt. Ich hasse euch so sehr. So, jetzt habe ich erstmal die alle gekillt und jetzt müssten gleich wieder neue da sein, oder? Genau, es kommen immer wieder neue. Wollte ich euch noch einmal kurz zeigen. Das heißt, wir müssen hier hochgehen zu dem Typen, der dir immer neu... Oh Gott, der dir immer wieder neu beschwört und das bist du. So. Und der kriegt jetzt aber einen Himmelstrahl. Bam. Richtig schön. Okay. So, und die da unten kriegen auch einen, weil ich jetzt weit genug weg bin. Ja, nee, doch nicht. Jetzt können sie wieder blocken gleich. Ich muss einfach weit genug weggehen, bis sie rennen, weil wenn sie rennen, dann geben sie ihre Deckung auf und dann kann ich sie schon treffen. Ja, okay, das kann ich mir vielleicht merken für die Zukunft. So, und stirb. Gut, alle gekillt. Ich traue meinen Augen nicht. Alle besiegt. Ja, schon. Wir haben es ja drauf. So, war da hinten eigentlich noch was? Oder, war da noch eine Schatztruhe bei dem Typen da? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich schau mal kurz nach. Nein, okay. Aber da hinten habe ich eine Schatztruhe gesehen, dort. Die, werden wir uns bestimmt auch gleich irgendwie holen. Ich weiß nur nicht genau wie. Ah doch, ich weiß wie. Wir müssen jetzt dann gleich so eine Rutschparty irgendwie machen. Aber wir sollten erstmal mit dem Typen wieder reden. Und ihm Bescheid geben, dass wir jetzt wirklich alle gekillt haben. Du bist ja ganz schön stark. Danke für deine Hilfe. Wir Mogma lassen uns nicht lumpen, wenn uns jemand hilft. Wie kann ich dir für deine Hilfe danken? Rubine! Rubine? Rubine? Das ist es, was du willst? Das wird meinem Dank nicht gerecht. Ich hab da was anderes. Moment! Ich hab's doch hier irgendwo. Warst du nicht auf der Suche nach deiner Freundin? Das hier wird dir sicher mehr nutzen als Rubine. Echt? Ich will aber Rubine haben. Auf jeden Fall kriegen wir die Grabklauen, die sind wirklich nützlicher. Drücke A, um mit ihnen in auffällig aussehenden Erdreich zu graben. Damit kommst du hier nach oben. Probier's mal an dem Loch da aus. Ich brauche sie sowieso nicht. Hab selbst gute Klauen. Dir werden sie aber schon nützlich sein. Viel nützlicher als Rubine. Ich hoffe, deine Freundin ist nicht den roten Kern in die Hände gefallen. Ja, das hoffe ich auch nicht. So, wenn wir hier graben, dann kann eben etwas passieren. Da können verschiedene Sachen rauskommen. Entweder so eine Windfontäne hier oder auch Rubine oder Gegenstände oder was weiß ich. Herzen sogar teilweise auch, aber halt, wow. Aber halt hier im Heldenbonus nicht. What the fuck? Einfach mal 65 Rubine hier in so einem Loch gefunden. Auch nicht schlecht. Nehme ich gerne an. Und hier ist wieder eins. Ich will am besten wieder zuerst den falschen Weg gehen. Ist das der richtige, wo ich gerade entlang gehe? Wo komme ich denn hier hin? Zelda wird mich aber nicht angezeigt, deswegen... Ach komm schon. Deswegen geh ich doch mal hier hoch und guck mal, ob das jetzt vielleicht der Bonusweg ist, weil ich will nicht den richtigen Weg gehen. Das sieht aber sehr nach... Ja, obwohl... Nee, das ist Bonus. Das ist Bonus. Passt alles. Okay, genau hier wollte ich hin. Zu diesem Ort. Passt schon. Da stirb mal. Bam. Noch mehr Gegner. Oder vielleicht wieder ein Hocker. Wäre auch nicht schlecht, weil ich ja wieder ein bisschen auf die Fresse bekommen habe gegen diese einfachsten Gegner im ganzen Spiel so ungefähr, was echt ein bisschen peinlich war. Also mir war schon klar, dass da so ein Typ hier mit dem Horn ist, aber ich wollte erstmal trotzdem alle besiegen, die gerade vor mir waren, erst dann mir den schnappen. Und hier ist wieder ein Hocker, okay. Es gibt wirklich ziemlich viele von den Dingern. Aber im dritten Gebiet dann glaube ich nicht mehr so viele. Also hier im zweiten Gebiet dürfte es schon am meisten von diesen Hockern da geben. Deswegen kann man sich hier auch im Heldenmodus eben wunderbar heilen. Aber im dritten Gebiet, wo wir dann noch hinkommen werden, nach dem zweiten Dungeon, dann wird es dann wieder, glaube ich, wieder ein bisschen schwieriger werden. Aber sehen wir dann, wenn es soweit ist. So, ist hier noch was drin? Nein, gar nichts, okay. Das kann auch manchmal sein, dass da gar nichts drin ist. So, jetzt haben wir hier drei Wege. Drei Rutschen, die wir nehmen können. Und ich glaube, dass die mittlere die richtige ist und die mich zur Truhe führt. Nein, ich habe mir die Karte angucken sollen, genau. Ja, ich habe ich jetzt vergessen. Man muss sich die, ist nämlich die falsche, man muss sich die Karte angucken. Oder, ja, nee, ist die richtige, genau. Weil die mittlere führt mich nämlich dann hier zu dieser Säule und genau da will ich hin. Die anderen beiden würden mich einfach nur wieder nach unten bringen. Wo ich ja eh nicht hin will, wo ich eh schon war. Aber hier kommen wir jetzt dann gleich zur Truhe. Yay, also auch auf die Karte gucken, auch innerhalb eines Gebiets und nicht nur in einem Dungeon, rentiert sich hier im Skyward Sword auch eigentlich mehr denn je. Also ich finde schon cool, was sie hier mit der ganzen Karte immer gemacht haben, sowohl in den Dungeons als auch außerhalb. Werden wir später noch mehrere Beispiele davon erkennen. Und dann weiteres Eldin-Erz. Okay, nichts allzu Besonderes, aber nehme ich auf jeden Fall trotzdem gerne mit. Sondern die anderen beiden hätten mich jetzt eben... hier hat mich eins rausgebracht und dann noch, hier, genau über mir. Okay, alles klar. So, wo will ich jetzt eigentlich hin? Also hier, da waren wir gerade eben. Also ich will jetzt hier und dann nach rechts gehen, wenn ich da vorne rausgehe. Weil das müsste dann der richtige Weg sein. Da haben wir so, so einen ganz, ganz komischen Raum gesehen mit so vielen, das sah aus wie Pac-Man irgendwie teilweise. So ein bisschen, so halb zumindest. Und hier will ich jetzt entlang gehen. Genau, das müsste jetzt dann der richtige Weg sein, wo ich hier bin.
Genau, es sind jetzt überall wieder Feuersäulen im Weg mit diesen ganzen ekligen Gegnern da, wo wir erstmal nichts machen können gegen die und wo wir jetzt hier so ein kleines Labyrinth durchlaufen müssen. Und hier ist einfach mal ein Mogma drin. Hast du mich erschreckt? Was gräbst du da direkt über mir? Hehe, schon in Ordnung. Man weiß nie, was man beim Graben findet. Das macht es so spannend. Natürlich findet man Rubine, aber auch hartes Metall. Okay, die Erze meint er, okay. Herzen dagegen sind in letzter Zeit ziemlich selten. Keine Ahnung, warum das so ist. Verstehe einer die Natur. Okay, ich denke mal, das sagt er auch nur im Heldenmodus, oder? Sehr witzig. Wann immer du ein Loch siehst, solltest du drauf losgraben. Okay, im letzten Part hat ja auch einer von denen was erzählt von einem harten Metall, das man hier finden kann. Und die meinen damit das Eldin-Erz. Okay, ich war da ein bisschen verwirrt und wusste nicht genau, was die meinen, aber sie meinen Eldin-Erz. Ja, okay, alles klar. Denn ja, das Eldin-Erz kann man wirklich auch öfter mal in solchen Löchern finden. Aber auch andere Gegenstände, glaube ich, auch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, hier sind jetzt Donnerblumen, die ich benutzen kann, um die ganzen Typen wieder umzubringen. Ich kann übrigens die Bombe schon auch werfen, glaube ich. Also ich muss die nicht da entlang rollen. Aber man kann sich auch ins Feuer rollen. Das ist halt ein bisschen sinnvoller, weil man dann vielleicht eher trifft. So, da drin ist aber nichts. Hier ist wieder ein Spalt. Ist hier in der Nähe auch eine Donnerblume? Ne, ich glaube, ich muss die immer von da hinten mitbringen. Und dann eben jetzt überall hintragen. Ich werde auch versuchen, die ganzen Gegner hier zu killen, weil ich es ungern habe, wenn Gegner noch am Leben sind. Das habe ich ja jetzt schon oft genug euch erklärt, dass ich das nicht mag. So, und bam. Und eine weitere Truhe. Ich bin schon gespannt, ob da was Wichtiges drin ist oder vielleicht auch wieder nur ein Ausrüstungsgegenstand. Aber selbst wenn, das wäre dann auch nicht, eigentlich auch nicht verkehrt. Ja, nee, das ist sogar gut, da freue ich mich drüber. Silberne Rubine, also 100 Rubine auf einen Schlag. Sehr cool. Okay. Wir können ja maximal, ich glaube, was haben wir gerade? 900 Rubine können wir gerade maximal tragen, ne? Moment, auf 1 kann man das nachgucken. 900, genau. Okay, also wir haben schon noch einiges am Platz. Ich will ja ungern, dass irgendwie meine Rubinentasche jetzt wieder voll ist und ich dann keinen mehr mit mir mitführen kann, weil wir müssen schon jetzt vor allem am Anfang des Abenteuers ein paar Rubine sparen, weil die eben schon sehr wichtig werden, um uns verschiedene Sachen zu kaufen. So, der ist auch tot. Aber wir müssen jetzt auch ein paar von diesen Feuergegnern hier killen, um überhaupt weiterkommen zu können. Ah, hier sind auch noch welche. Okay, also ich habe zwei Orte, wo die Donnerblumen sind. Das ist gut, sondern muss ich die nicht immer überall mittragen. Und hier muss ich sie jetzt auch benutzen, weil dort hinter dieser Tür geht's weiter. Und deswegen muss ich diesen einen Typen da töten. Da den am Anfang kann ich auch noch töten, wenn ich Bock habe. Und mach ich auch mal kurz. So, stirb. Bam. Ich finde es mal so cool, dass die so einen Schrei von sich geben, der sich anhört wie ein Affe. Oder kommt das nur mir so vor? Also für mich hört sich das an wie ein Affe irgendwie. Hört mal genau hin. Nee, hört sich total an wie ein Affe. Finde ich zumindest. Okay. Ist eigentlich immer irgendwas drin in den Höhlen von denen? Ich glaube nicht wirklich. Und wenn, dann nur Rubine oder so. Deswegen lassen wir das mal und gehen einfach weiter. So, warm ist hier noch irgendwas drin. Ja, ein paar Rubine, aber ist mir egal. Aber die Löcher will ich schon immer ausgraben, wenn hier welche sind. Zwar auch immer komplett. Man kann die auch immer unterschiedlich oft graben. Also manche kann man nur einmal graben, manche dreimal, manche fünfmal. Also ich glaube, fünfmal ist das Maximum, wenn ich nicht alles täusche. Aber das kann eben stark variieren. Hier konnten wir jetzt, glaube ich, viermal graben. Oder vielleicht waren es auch fünfmal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das variiert eben von Loch zu Loch, wie oft man hier immer graben kann. So, ein paar Rubine noch mitnehmen. Und weitere Rubine. Ja, Geld nehme ich sehr, sehr gerne an. So, wunderbar. Und hier vielleicht noch mehr Geld. Mal schauen. Ah, ne, okay, das ist natürlich auch gut. Das brauchen wir sogar, um weiterzukommen. So, und dieser Wirbel hier, der führt uns jetzt an einen neuen Ort, denke ich mal, wo wir davor noch nicht waren und wo wir jetzt dann gleich weitermachen können und dann hoffentlich Zelda bald finden werden. Ich hoffe es zumindest. So, da ist wieder ein Mogma. Habe ich schon gesehen da vorne. Und dort ist auch wieder so eine Art Tempeleingang oder sowas. Und dort oben ist Zelda. Also wir müssen noch ein bisschen am Weg offenbar zurücklegen und auch noch ein bisschen an Höhe gewinnen, um... Oh Gott, jetzt wäre ich fast in die Lava gesprungen. Auch noch ein bisschen an Höhe gewinnen, um dann eben Zelda wirklich finden zu können. Und nochmal ein Loch mit Rubinen, die nicht in die Lava fallen dürfen, bitte. So, her damit. Und was hast du zu sagen? Hallo? Noch einer, aber diesmal in grün. Wir sind doch gut. Gerade eben war hier jemand, der so ähnlich aussah wie du, nur mit schwarzen Klamotten. War das ein Kumpel von dir? Das wurde uns schon gesagt, dass hier noch ein anderer Mensch offenbar ist mit schwarzen Klamotten. Und das ist aber nicht Zelda. Hm, komisch. Hier geht's nicht weiter, aber das hat ihn nicht mal gebremst. Er ist einfach hinübergesprungen. Okay. Was für eine Kraft. Respekt. Hm. Wer war das wohl? Der kann einfach so über so eine Schlucht rüberspringen. Aber jetzt wird die Brücke ausgefahren aus irgendeinem Grund. Warum eigentlich? Hab ich irgendwas gemacht? Und warum war die vorher noch nicht ausgefahren? Achso, deswegen. Auserwählter der Göttin. Wegen dir. Zelda ist nah. Beeil dich. Das ist wohl die Person in Schwarz. Wer zum Teufel war das? Hm. Ich weiß natürlich schon, aber ich verrat's mal nicht. Werden wir dann gleich schon noch sehen. So, ah, hier sind wieder Felsen und ich habe hier auch direkt eine Donnerblume. Das ist gut. Denn ich glaube, das ist jetzt eine Abkürzung, die wir jetzt hier
freilegen können zum Anfang, dass ich eben nicht immer durch die Höhle dadurch muss, wo wir gerade eben waren. Wir schauen mal, wo komme ich jetzt raus? Bei der Brücke. Und hier waren wir schon, genau, weil hier bin ich jetzt dann gleich wieder, wenn ich da jetzt um die Kurve noch gehe, da rechts rum, dann komme ich wieder zum Höhleneingang. Also das ist jetzt auch eine Abkürzung, die wir hier freigelegt haben. Wunderbar. Okay. Dann gehen wir weiter und werden hoffentlich Zelda bald finden, denn die Person hatte gesagt, dass Zelda nah ist und ich hoffe, dass sie uns damit nicht angelogen hat. So, warum kann ich mich eigentlich hier nach unten hängen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Müssen wir erstmal sein lassen. Auf jeden Fall wieder, dich will ich kurz ansprechen. So, da hinten waren Donnerblumen und dort ist wieder ein Durchgang, den wir mit Donnerblumen freilegen können. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das nicht schaffen können, weil die nämlich vorher schon explodieren werden. Ich werde es jetzt mal kurz testen, auch wenn ich es dann wahrscheinlich gleich auf die Fresse bekomme. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht ganz ausreicht, weil hier hochwerfen geht nämlich nicht, weil die dann nicht weit genug rollt. Und wenn ich hier oben rumgehe, bin ich noch langsamer. Deswegen, es wird nicht funktionieren, dass wir das hier freilegen. Das müssen wir dann von der anderen Seite machen. Weil das ist nämlich wieder eine Abkürzung, glaube ich, wenn wir dann eben dort links auf der anderen Seite sind. Also hier auf der Seite, weil da ist dann, glaube ich, irgendwie ein Höhleneingang. Und da kann ich, glaube ich, mit diesen Donnerblumen da die Felsen dann schon sprengen, weil die ein bisschen näher dran sind. Und das ist dann eben, wie gesagt, nur eine weitere Abkürzung. Mehr auch schon nicht. So, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Also Diese Erdlöcher sind auch wirklich toll für Rubine, um Rubine zu farmen. Ja, farmen nicht wirklich, aber um halt einige zu bekommen. Weil da sind wirklich immer ziemlich viele drin. Vor allem mit dem ersten, das wir begraben haben, da waren ja 65 einmal drin. Was ich immer noch nicht verstehen kann, warum so viele, aber auf jeden Fall der Fall. Aber ich habe nichts dagegen. So, und jetzt, ah genau, jetzt kommt der Abschnitt hier. Der ist ziemlich cool, jetzt müssen wir hier nämlich diesen Weg nach oben laufen. Und wir müssen hier auch rennen, wenn ich normal laufe, dann rutscht Link runter. Wenn er aber rennt, dann schaffen wir es gerade so nach oben. Aber ist auch wirklich relativ eng bemessen hier. So. Hallöchen. Bam. Na, ich hab geklopft. Schade. Sonst wäre ich jetzt richtig cool mit einer Sprungattacke gekommen. So, da ist wieder ein Durchgang, der versperrt ist. Aber hier ist auch gleich eine Donnerblume. Das trifft sich ziemlich gut, denn die kann ich dann gleich da runterwerfen oder runterrollen oder was auch immer. Und hier sind auch wieder Kerne. Okay. Und dann müsste ich diesen Durchgang da freilegen. Das ist, glaube ich, diesmal keine Abkürzung, sondern ein neuer Weg. Obwohl aber eigentlich da oben der richtige Weg ist, weil mir wird ja auch angezeigt, dass Zelda hier oben irgendwo ist und nicht da unten. Ich will auf jeden Fall trotzdem mal kurz da nach unten gucken, was denn dort so ist. Vielleicht ist doch eine Abkürzung, ich weiß nicht genau. Ah doch, es ist eine Abkürzung und zwar ganz zum Anfang des Vulkans. Jetzt sind wir... Ach, Gott, ey. Jetzt sind wir wieder wirklich ganz am Anfang. Also das hier ist... das war der allererste Ort, wo wir überhaupt gelandet sind. Wie wir auch hier sehen können. Das war wirklich der komplette Startpunkt hier. Und jetzt haben wir eine Abkürzung schon viel, viel weiter im Vulkan, wo wir schon weiter vorgedrungen sind. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das finde ich wirklich gut, dass sie hier immer so viele Abkürzungen... Ach, scheiße, okay, ich muss den einfangen. Verdammt, ich dachte, ich könnte dagegen rollen. Egal. Das finde ich wirklich sehr schön hier in Skyward Sword, dass sie immer so viele Abkürzungen eingebaut haben, die man benutzen kann, um wieder schnell an allen möglichen Orte zurückzukommen. So, und da oben ist ein Typ. Und wir haben gerade nicht umsonst Deko-Kerne bekommen, denn die brauchen wir jetzt dringend, um den abzuschießen, weil ansonsten wird er den Felsen da auf uns werfen. Das ist jetzt auch ziemlich cool. Wenn wir ihn abballern, dann wird der Felsen auf ihn selber draufprallen, weil er es nicht mehr schafft, ihn nach oben zu halten, weil er eben betäubt wurde durch unsere Schleuder. Der Felsen wird auf ihn selber drauffallen und er stirbt dann. Das ist auch echt ein ziemlich bitterer Tod, aber naja, soll uns recht sein. Zuerst mal aufladen. So, stirb. Bam. Das ist so cool, wenn die auf einen zugerannt kommen, einfach einen Himmelstrahl machen und das war's dann auch schon. Also er hat es überlebt, was zum... Habe ich den mit meinem normalen Schwert nur getroffen und nicht mit dem Himmelstrahl? Offenbar, weil ansonsten wäre er auf jeden Fall gestorben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da oben steht der Typ mit dem Horn auf diesem Turm da. Und den können wir zum Einsturz bringen, indem wir eine Bombe drauf werfen. Bam. Und dann ist er auch gestorben. Wunderbar. Also es kann auch wieder sein, dass hier wieder gleich sogar ein Hocker ist, den wir zwar gar nicht brauchen. Aber das meine ich eben. Es sind hier oftmals... Komm jetzt her. Es sind hier oftmals solche Zelte, also solche Lager, die... Ernsthaft? Er springt lieber in den Tod und verbrutzelt elendig, als dass er in meinen Kescher geht? Das kann doch nicht wahr sein. Es gibt ja oftmals solche Lager, die ganzen Gegner aufgeschlagen haben. Und dort sind halt oftmals Hocker in einem von den Zelten von ihnen. Und deswegen kann man sich halt hier im Vulkan Eldin sehr oft heilen, auch im Heldenmodus. Und das finde ich halt ganz schön, weil es dann... Ja, eigentlich wird es uns sogar anders besser gefallen, weil es so ein bisschen vereinfacht wird, aber ist nicht ganz so schlimm. So, hier ist eine Höhle. Und die ist nicht der richtige Weg, das ist Bonus. Und die wollen wir uns mal kurz angucken. Ich glaube, das ist sogar jetzt ein Minispiel, genau. Bei dem man aber, glaube ich, nichts gewinnen kann. Aber ich will es trotzdem mal spielen und euch zeigen, was man hier so alles anstellen kann.
Also ist wie gesagt eher unnötig. Ist auch jetzt nicht wirklich, glaube ich, gedacht zum Rubine-Farmen, weil das, glaube ich, auch ein Glücksspiel ist. Und beim Glücksspiel Rubine-Farmen, naja, geht jetzt nicht ganz so gut, aber wir schauen einfach mal. Ist eigentlich schon eine ganz witzige Idee. Und sowas ähnliches gibt es eigentlich in fast jedem Zelda. Oder gibt es hier doch was Wichtiges, was man holen kann? Ich weiß gar nicht sicher. Wir schauen mal. Oh, ich sehe, dies ist dein erster Besuch bei mir. Danke, dass du hier vorbeischaust. Mein Name ist Chip. Was? Chipolino. Es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Ich habe die Aufsicht über die Risikorubinjagd. Du kannst so lange nach Rubinen graben, bis du auf eine Bombe stößt. Möchtest du auf Risikorubinjagd gehen? Anfänger, Experte oder Fortgeschrittener? Wir machen mal jede Stufe einmal durch, würde ich sagen. Anfänger. Das Anfängerfeld bietet weniger Orte zum Graben. Genau das Richtige für Einsteiger. Eine Runde auf dem Feld kostet 30 Rubine. Möchtest du graben? Jupp. Wir merken uns mal, wir hatten 538 Rubine und schauen mal, wie viel wir am Ende haben, mehr oder weniger. Ich hoffe, du gräbst tonnenweise Rubine aus. Viel Glück. Gut. Es gibt, es sind trotzdem einige Felder auf jeden Fall zum Graben, aber nicht so viele wie in den anderen Modi offenbar. Es gibt 20 insgesamt. So, ich mache erstmal links unten. Einfach mal so. Und wir finden einen Rubin. Yay. 30 haben wir gezahlt, ne? Also, wir müssen mindestens 30 finden. Nice. Und man kriegt sogar Herzen abgezogen. Cool. Das ist ja nett. Und da wären überall die Fünfer gewesen und es gibt 4 Bomben oder 4 Donnerblumen. Ich habe natürlich genau eine erwischt, gleich beim zweiten Versuch. Episch. Du hast einen Rubin ausgegraben. Du hast einen ziemlich großen Verlust hinnehmen müssen. Es tut mir wirklich leid für dich. Ja, bestimmt. Tipp gefällig? Hör gut zu. Rubine mit niedrigem Wert haben selten Bomben in ihrer Nähe. Ach, stimmt, ja. Je wertvoller der Rubin, desto mehr Bomben befinden sich um ihn herum. Solltest du beim ersten Graben direkt auf eine Bombe stoßen, dann hast du wohl Pech gehabt. Ist so ein bisschen wie Minesweeper, könnte man sagen. Du solltest es gleich nochmal versuchen. Hast du Interesse? Also es ist doch nicht komplett Glück, aber ich habe es auch schon oft erlebt, dass auch in der Nähe von niedrigwertigen Rubinen dann trotzdem Bomben waren, in der Nähe von hochwertigen Rubinen keine, also ist es nicht immer so, aber ja, kann man sich schon als Tipp so im Schnitt merken. Das Feld für Fortgeschrittene bietet mehr Orte zum Graben, aber hüte dich vor fiesen Rubinfallen. Genau, die haben wir auch schon gesehen. Eine Runde kostet 50 Rubine, okay. Wir haben ja auch schon eine Rubinfalle gesehen, als wir einen normalen Rubin mit diesem Puder da beträufelt haben. Und die Rubinfalle zieht einem, glaube ich, auch wieder 10 Rubine ab, aber das Spiel ist dann noch nicht vorbei, wir dürfen dann trotzdem noch weitermachen. So, das sind offenbar 24 Felder. Ah, ne, es sind sogar mehr. Es sind 30 Felder sogar. Okay. Ich mach mal hier. Okay, ein Fünfer. Ja, sollte ich hier nicht mehr in der Nähe sein, sondern woanders hingehen. Ich geh mal hier hin. Das war eine Rubinfalle. Dann werde ich jetzt mal alle drumherum machen. Ach, cool. Okay. In der Nähe von einer Rubinfalle ist eine Bombe. Das ist natürlich total logisch, ne? Da war auch noch eine Bombe in der Nähe von einer weiteren Rubinfalle und da unten auch wieder. Also, der Tipp ist auch kompletter Schwachsinn. Der bringt einem fast gar nichts. Muss ich ehrlich zugeben. Naja. Ja, wie bitte, du hast nicht einen einzigen Rubin ausgegraben, du armer, armer Kerl. Du bist so ein Arschloch, weißt du das eigentlich? Gleich nochmal versuchen, Experte. Ja. Auf dem Expertenfeld befinden sich mehr Bomben, aber auch wertvolle Rubine. Die Chancen, sich dort eine goldene Nase zu verdienen, stehen wirklich nicht schlecht. 70 Rubine. Ich glaube, da gibt es sogar 100er Rubine. Also wenn wir einen von denen finden, wäre schon ziemlich cool. Aber vor allem die Tatsache, dass ich auch Herzen hierher geben muss, ist schon echt ziemlich fies. Und das sind jetzt wahrscheinlich 40 Felder. Ja, es sind 40. Okay, also 20, 30, 40 sind die Felder. Man kann nicht sogar sterben, das finde ich echt fies. So, ich mache einfach mal das hier. Rubinfalle, episch. Aber zumindest am Anfang, wo wir eh noch keine Rubine haben. Ein Fünfer. Ja, ein Fünfer ist noch nicht so viel, deswegen grabe ich jetzt mal hier drumherum. Noch ein Fünfer. Okay. Rubinfalle, episch. Was haben wir hier? Episch? Aber wie viele Rubinfallen gibt es denn? Ein Fünfer? Ein Einer? Ja, okay, dann werde ich hier mal alles drumherum graben. Ein Fünfer? Hier? Noch ein Einer. Hier scheint offenbar tote Hose zu sein und nicht wirklich viel los zu sein, was Bomben angeht. Hier? Ja? Ich mach mal den... Ja, oder will ich... Ich mach erstmal das Eck noch. Hier war jetzt ein Fünfer und hier war ein Fünfer, aber Fünfer sind wenig, deswegen behaupte ich mal, hier ist auch nichts. Ja, Rubinfalle sogar. Cool. Dann hier. Auch ein Fünfer. Aber wir finden nur Fünfer oder Rubinfallen. Oder, ja, also ansonsten finden wir nichts. Cool. Ja, also das rentiert sich total, das Spiel, ganz ehrlich. Ja, es gibt 3 Silberne, die 100 bringen. Also, nee, ganz ehrlich, spielt den Käse nicht. Ganz ehrlich, ich meine, ihr verliert auch noch Herzen. Also vor allem, also im normalen Modus kann man es vielleicht schon noch machen, aber im Heldenmodus auf gar keinen Fall dieses Dreckspiel hier spielen. Nee, das ist Quatsch. Du hast einen ziemlich großen Verlust hinnehmen müssen. Es tut mir wirklich leid für dich. So, jetzt habe ich genug. Ach so, okay. Du siehst abgekämpft aus. Fülle deine... Ach so, okay. Ich dachte, er würde sie auffüllen. Nimm ruhig... Ach so, es gibt einen Sitzplatz hier. Ja, okay, dann geht's sogar.
Moment, wo ist der? Hier. Es geht sogar, aber das ist trotzdem einfach nur komplette Verarsche. Oh, du gönnst dir eine Pause, wie wäre es mit einem kleinen Schwätzchen? Ich habe schon lange nicht mehr gepflegt geplaudert. Ah, das muss ich gar nicht. Ich rede mal mit dem. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Wundervoll, nun gut. Also, gibt's was, das du dich fragen möchtest? Ist es dir zu hell hier? Wer bist du? Schwebst du? Ist es dir zu hell hier? Das ist witzig, glaube ich. Ach, du meinst wegen meiner Brille? Die habe ich nur auf, weil sie mich viel seriöser wirken lässt. Passend dazu habe ich mir einen Schnurrbart stehen lassen. Ich kämme ihn jeden Tag. Das versteht sich von selbst. Zu meinem Beruf gehört schließlich ein gepflegtes Äußeres. Möchtest du mich noch etwas fragen? Schwebst du? Schweben? Ich? Mumpitz, ich balanciere nun auf meinem Schwanz. Das mache ich, um meine beiden Prachtklauen frei zu haben. Ich fühle mich jedes Mal ziemlich geschmeichelt, wenn meine Kunden sie bewundern. Deshalb halte ich mich mit meinem Schwanz in der Luft. So etwas spricht sich herum. Möchtest du noch was wissen? Wer bist du? Man nennt mich Cipilono oder so. Ich bin Inhaber, das hat er schon gesagt. Bin die einzige und deshalb wichtigste Person hier. Ich freue mich, dich richtig kennenzulernen. Risikobedingt ins Leben gerufen, bla bla bla. Um anderen Reichtum zu verhelfen. Ja, genau, natürlich. Deshalb hoffe ich, dass du mein neuer Stammkunde wirst. Nein, das würde mich wirklich freuen. Nein, das kannst du völlig knicken. Ich werde nie mehr in meinem ganzen Leben bei dir Vollversager vorbeigucken. Ja, ja, leck mich. Das gibt's einfach nicht. Was hat er gesagt? Weshalb man hier so viele Rubine findet? Projektil trifft, brechen vielleicht ein paar Rubine heraus. Jetzt habe ich das überlesen. Wenn du sie mit einem Projektil triffst, brechen vielleicht ein paar Rubine heraus. Versuch es doch mal bei Gelegenheit. Was für Dinger? Moment. Scheiße. Warte. Ich will noch mal kurz mit ihm reden. Das habe ich jetzt überlesen. Tut mir leid. Aber er hat davor schon irgendwas Wichtiges gesagt. Ich will das noch kurz hören, was er sagt. Natürlich sagt das jetzt nicht mehr, ne? Ich könnte zwar ausrasten. Warte mal, ich gehe mal kurz auf... dass ich kurz mit ihm reden will und dann gehe ich auf Nein. Ich will es nochmal kurz lesen. Ich meine, ihr könnt es mir auch nochmal im Video angucken, aber trotzdem. Ich will es mal kurz wissen, was er jetzt gesagt hat. Sagt das jetzt nochmal? Ne, er sagt es nicht mehr. Verdammt. Ich soll auf irgendwas mit einem Projektil schießen. Aber auf was denn? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Hier ist es auf jeden Fall auch noch was, aber mit nichts. Ach so. Was echt hier ist? Was? Echt? Das wusste ich gar nicht. Okay, wo führt denn das? Warte mal, das muss ich mir merken. Okay, dann müssen wir später doch nochmal hierhin zurückkommen. Weil das sind jetzt auch schon welche drin, ne? Ja. Obwohl wir jetzt gar nicht reinkommen. Aber wir werden da schon reinkommen. Später mal. Ja, okay, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Dass wir hier nochmal hin zurückkommen sollen. Oh, hier ist auch ein Eldin-Erz wieder, okay. Ja, dann werde ich doch noch nicht hier das letzte Mal gewesen sein. Aber ich werde auf jeden Fall nicht mehr dein doofes Minispiel spielen. Weil, was zum Teufel? Was finden wir denn hier noch alles? Du willst Chipolanos Risiko-Rubinjagd spielen, oder? Bist du ein Tipp, mit dem du ganz einfach reich wirst? Allerdings gibt es den nicht umsonst. Schließlich wirst du ja reich damit. Ich mach dir einen Preis, der mich fast zum Weinen bringt. Schlappe 20 Rubine, ja. Jetzt bin ich gespannt. Hehe, da danke ich recht schön, aber sag es niemandem weiter. Also, je nachdem, wie kostbar ein Rubin ist, wird er von einer unterschiedlichen Anzahl Bomben gesichert. Ein grüner Rubin zum Beispiel hat in der Nähe keine Bomben. Ach, niemals. Ah, okay, der hat gar keine. Okay. Ein blauer Rubin hat 1 bis 2 Bomben und ein roter 3 bis 4, ein silberner 5 bis 6. Okay, mit dieser Info, ja, das ist, okay, da kann man dann doch schon einiges damit anfangen. Ein blauer Rubin hat immer 1 oder 2 Bomben in der Nähe, wirklich immer? Aber das war doch bei uns, das war doch gerade eben nicht so, oder? Bei unserem Expertenspiel, weil da gab es doch blaue Rubine, die rechts unten waren, die keine Bomben in der Nähe hatten, oder? Bin ich jetzt, ich weiß nicht genau. Ein goldener Rubin ist sehr, sehr selten und von 7 bis 8 Bomben umgeben. Also es können auch goldene auftauchen, okay, alles klar. Und was sagst du? Das macht es doch erheblich einfacher zu entscheiden, wo du graben solltest, was? Aber etwas Glück brauchst du trotzdem noch, alles Gute. Ja, ist wirklich ein guter Tipp sogar. Damit kann man es vielleicht dann doch so hinbiegen, dass man hier mehr gewinnt als verliert im Endeffekt. Aber es gibt trotzdem noch viel bessere Stellen, wo man sich, also viel bessere Minispiele auch, wo man auch Rubine bekommen kann und wo man die auch sehr viel einfacher verdienen kann als hier. Deswegen, naja, ich weiß ja nicht. Hier ist auch noch ein Schild, was steht hier? Herzlichen Dank, dass du dich an der Risiko-Rubinjagd versuchen möchtest. Beachte folgendes, Rubine mit niedrigem Wert haben selten Bomben. Dann erst weiß ich mir schon, je wertvoller der Rubin, desto mehr Bomben, bla bla bla, viel Glück. Okay, es wird einem hier auf den Schildern und auch von ihm nur im Groben gesagt und der Mogma da hinten erzählt einem es detailliert, dass bei einem grünen Rubin gar keine Bomben sind, bei einem blauen 1 bis 2, roter 3 bis 4, Silber 5 bis 6 und Gold 7 bis 8. Okay, das ist sehr interessant. Also bei einem goldenen sind quasi drumherum nur Bomben, so ungefähr. Das ist echt heftig. Also wenn 7 drumherum sind, ist noch eine freie Stelle, ansonsten sind nur Bomben drumherum. Das ist auch sehr interessant. Okay, und der Typ lebt wieder. Stirb mal. Bam. Stirb. Ich will dich da nach unten schleudern. Hör doch auf zu nerven jetzt.
Nein, ach Gott, ich will dich nach unten. Warum kann ich den eigentlich nicht treffen? Wenn er sein Schwert nach oben hält, müsste ich ihn doch von unten treffen können. Aber kann ich irgendwie nicht. Hä? Warte mal, ich bin gerade verwirrt. Wenn er sein Schwert nach oben hält, dann kann ich doch mit einem Schlag von unten ihn treffen. Aber kann ich trotzdem nicht? Oder komisch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kratz mal ab. So. Gut, Leute, ich würde aber erstmal sagen, dass das hier war für den Part von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword im Heldenmodus. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir uns hier beim Vulkan Eldin weiter umschauen werden und noch nicht den Dungeon betreten werden können, weil ein bisschen was kommt noch, vielleicht beim übernächsten Mal, aber selbst da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Denn wir müssen hier schon noch ein bisschen was erledigen beim Vulkan Eldin, weil der halt schon ziemlich groß ist. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.